Die Zufriedenheit sinkt auch immer weiter. Ich weiß nicht warum. Was soll ich denn noch alles machen? Tausend bekomme ich wieder, sehr schön. Achso, Tourismus sollte ich noch was bauen, da war ja noch was. Hüttendorf, Motel, Hotel, Motel, Hotel. Haben wir noch ein Hotel, ne? Können wir hier noch so hinbauen. So, was brauchen wir noch? Noch mehr Unterhaltung. Inspirierende Werbung. Das finde ich gut. Yeah. Kampagnenkoordination. Viele Grüße. Hört die Zuschauer vom Vorbeifahren leicht. Hängt die Chance, dass Bürger, die in der Nähe leben, auswandern, wieder verwerten. Umweltverschmutzung. Kriminell. Inspirierende Werbung erforschen. Ah. Wo ist das? Da oder was? Ja. Da müssen wir noch warten. Kommt ein Inbau. Da. Da. Irgendwie steht das verkehrt rum. Ne, geht auf zwei Seiten. Okay. Hier machen wir die Zustimmung. So. Schaut sie mit der Handelsroute aus. Irgendwie geht es nicht voran, ha? Wow, minus 15. Dürfte das ja immer noch 1000 bringen. Auch keine Anstellgestelle, ich will eine Hafenanlage. Kein Geld, ach Mann. Oh, irgendwie mag da keiner einziehen. Schaut's denn hier aus?
Habe ich das nicht als hohe Priorität? Wieso machen die das nicht zuerst? Doch Kacke. Ich hau's mit der Sicherheit aus. Nicht so dolle. Freiheit? Ja, es geht eigentlich einigermaßen. Strom haben auch alle. Umweltverschmutzung geht eigentlich. Da oben ist halt der Wing. Gesundheitsversorgung. Hier oben fehlt halt eine. Ach nee, da ist ja die Dingens. Passt. So, Wohnungen. Passt auch. Oh. Sehr schön. Was? Position über Feld? Was? Hä? Was überfällt er? So, ich bin Spion, ja, okay. Wenn ich jetzt wüsste, wo die alles sind, ja, das wäre echt hilfreich. Dann könnte man nämlich in diesen Bereichen dann was bauen. Sind ja noch Hütten. Auch nicht viele. Da hinten sind einige. Es ist. Ja, nehmen wir mal den Ruf bei den Kapitalisten. Ah, das habe ich nicht geschafft. Nein! Oh, eine Aufgabe bleibt unerledigt. Oh, es ist möglich, Genosse Präsidente, dass Ihre Codebücher durcheinander geraten sind. Das passiert. Bäh. So, da brauchen wir ja noch die Hummer, aber die haben wir fast. Ich habe gesehen, dass diese Dinge erhältlich waren und musste sie sofort sehen. Shift werf, sehr schön. So, wie schaut's denn jetzt hier aus? Haben die jetzt genug Schokolade, ja, ne? Ah, noch mehr Wohnhäuser. Dahin. Jetzt wäre in der Werbung vielleicht noch. So. Unterhaltung. Cocktailbar. Vielleicht noch ein Theater. Cool. Oh, da geht keiner mehr rein in der Taverne. Mag keiner mehr. So, wie schaut's denn hier aus? Wo steht denn? 244 Passagiere, ist nicht allzu viel. Exportiert. Das Ganze gleich schon mal mit den Konserven. Und,
nichts mehr. Bote. Achso. Okay. Wie effizient bist du noch? 120%. Passt. Dann könnte man mal ein Sägewerk bauen. Darauf machen wir dann noch eine Schiffswerft. Die bauen wir dahin. Können wir das mal hier bevorzugen. Hotel Tropicana. Hotel Camarote. Science, Klimaanlage, Aufzüge wäre auch nicht schlecht. Und hier erhöhen wir mal. Achso, das ist die Wohnqualität. Ja, ist okay so. Irgendwie geht da keiner rein, kann das sein? Ist ja nervig. Experimentelle Bodenhandlung. Haltung. Behandlung. Was kriegen wir denn da? Fügt ihr Nummern Schweizer Nummernkonto pro Industrie über 200 hinzu? Ist nicht so toll. Eine Vermögenssteuer könnten wir mal aktivieren. Stadtentwicklung, Baukosten aller Wohngebäude um 50. Senkt das? Ach so. Nö, brauchen wir nicht unbedingt. So, wie lange dauert der Spaß noch? Ein paar Meeresfrüchte brauchen wir noch. Hey, die Produktionsrate. Ja, bitte. Dürren haben wir eh nicht, dann brauchen wir das nicht machen. Ja. Gourmet-Restaurant haben wir eh nicht. Treibnetz, ja. Da können wir nichts machen. Können wir hier noch was machen? Leihspender. Erhöht die Gesamtzufriedenheit der ankommenden Touristen, ja. Mach mal. Könnt es umbauen. Ah. Den auch umbauen können? Nee. Hätte mich jetzt auch gewundert. Wir haben 10.000 bekommen. Das ist schön. Na, ja, Spaßzufriedenheit steigt langsam. Das freut mich. Bauen wir noch eine Busgarage. Weiß noch nicht wohin. Hier so. Und hier haben wir immer noch zu wenig Schokolade. Müssen wir mal darüber nachdenken, Zucker anzubauen. Das wäre vielleicht gescheiter. Hier ist Gold. Was ist das? Nickel. Zucker. Dann kann man schön Zucker anbauen. So. Noch eine. Warum nicht? Noch eine Farm. Eine Rinderfarm wäre gut.
Da hinten war das Vorkommen, ne? Hm. Ja. Okay. Machen wir das mal so. Dann verbinden wir das Ganze hier mal. Dann bauen wir hier noch eine Anlegestelle. Transporthafen wird besser, so. Was? Wieder am Strand. Oh Mann. Passt das da echt nicht hin? Ist ja nervig. Oh. Man muss halt hier hinbauen. Und das da? Passt das wenigstens dahin? Auch nicht. Das ist natürlich nicht so toll. Ich berichte, die Verstopfung ist gelöst. Komplett gespült und gewischt. Sehr schön. Können wir ja das Ding mal wieder mit dem regionalen Konsum gestatten. So. Und hier drüben. Nee. Ist ja mal überhaupt nicht bescheiden. So. Und so. Darf ich echt einmal quer durchmachen, oder? Ach Gott, ist das umständlich. Ja. Jetzt. Okay. Puh. Das ist eine lange Straße auf jeden Fall. Vielleicht ist sogar schon zu lang. Weil da drüben kommen wir ja nicht rüber, ne? Oder? Obwohl. Moment mal. Kann man da nicht einen Tunnel bauen? Das würde auch gehen. Wäre gar nicht mal so teuer. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen kürzer. Ja, nee. Machen wir das anders. Dann machen wir das anders. Bauen wir hier nämlich Tunnel rein. Kann ich auch einen Tunnel reinmachen? Haha. Dann machen wir das von machen das hier am besten. Porthafen dahin. So, so geht's schneller.
schon besser. Was ist denn das hier? Ach, die Rinderfarm. Da können wir noch mehr Transportbüros vielleicht gebrauchen. Da. Und hier machen wir mal Anlegestellen hin. Kann mir eigentlich eine Straße rüberbauen. Oh, das geht ja auch. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Da bestimmt was kosten, ne? Na, es geht eigentlich. Sieht ja doof aus. Das ist schöner. Ah, schade. Tata, eine schöne Brücke. Ja, ganz cool aus. Es war ein weiter Weg jetzt. Von da hinten nach da. Aber besser als nichts. So. Puh, das wäre geschafft. Sägewerk läuft auch. Mittlerweile ja. Und die Boote werden auch gebaut. Ja, das gibt immer schön Geld. Glaube es. Bisschen kurz. Wir haben einen Haufen leerstehende Wohnungen jetzt. Arbeitslos haben wir auch ein bisschen. Oh, das ist eine weite Strecke. Verstärken Sie bitte Ihre Armeen, Präsident. Wir haben Feinde zur Rechten, Aufständische zur Linken, Dämonen unter den Füßen und Flugsaurier über den Köpfen. Wer weiß, wer gerade aus der vierten Dimension zum Angriff auf uns bläst. Warum sollten Sie sich auf den Kampf vorbereiten, wenn Sie für die Arbeiter kämpfen sollten? Präsident, helfen Sie bitte den Genossen. Sie schwitzen gemeinsam für Tropico. Gewaltenteilung oder weltbestes Land? Ich hoffe nicht aus, sondern... Wir doch hier auf keine Teilung. Was ist da? Halt. Wirklich keine Teilung. Wir gehen wieder auf Reiche. Das ist mir lieber. Auf Energieeffizienz. Genieß oder geh. Ja, machen wir das mal so. Präsident, wir müssen Ihre Hilfe zuschätzen. Ja, nehmen wir die Militaristen. Und das mit der Spaßzufriedenheit kriegen wir auch nicht höher. Oh, hier hängt ja eine Straßendings. Norte Drobegoland. Geht's aber nicht links ab. Aha. Stimmt aber auch nicht so ganz mit den Schildern. Das ist dann wohl eher generisch. Was denn hier? Was Planken? Na, hier oben gibt's Planken.
Motorsäge, danke. Aus Aluminium und Stahl können wir auch noch welche machen. Haben wir aber nicht. Was ist hier oben eigentlich für ein See? Das soll mal einer verstehen. Ja, freies Tempolimit, Matrosen. Es gab einige Möglichkeiten, nichts Illegales. Bungalow, ja, sehr gern. So, da kommen wir hier drüben, nehmen wir noch ein paar Häusle hinbauen, glaube ich. Beziehungsweise erstmal ein Bergwerk. Ja. Damit die auch gleich mal abgehakt sind. So, dann bauen wir hier oben noch eine Mietskaserne. Und vielleicht noch Tavernen. So, dann ist hier oben erstmal das abgedeckt. Wie schaut es denn hier aus jetzt? Irgendwie wird es hier nicht besser. Was denn du? Die Chance, verborgene Rollen für alle anderen Gebäude aufzudenken. Die Gedankenkontrolllaser sind endlich in der Umlaufbahn, Präsidente. Cool. Aufgrund eines klitzekleinen Problems beim Start sind sie leider nicht in der Erdumlaufbahn. Was? Unsere Wissenschaftler haben Tag und Nacht die nötigen Flugberechnungen und werden irgendwann herausfinden, wie man sie aus ihrem Venus-Orbit in die Nähe unseres Planeten holt. Wenn ihr wollt, können wir mehr Nerds einstellen und die Sache beschleunigen. Ja, würde ich gerne, aber ich habe kein Geld. Oh, wir sind wieder auf 61, das ist gut. Oh, die Cocktailbar ist wieder voll. Das freut mich. So, rennt jemand so Touris rum, da überall. Okay. Die sind auch nicht so richtig voll hier. Welch ein Tag. Wo bist du hier unten? Achso. Das ist natürlich ungünstig. Ich hab kein Geld. So, wie schaut es hier aus? Hier laufen die Zuckerfarmen, das ist gut. So. So, das sollte dann auch mal reichen hier für die ganzen Leute da hinten. Feuerwache, ja. Kann ich mir aber nicht leisten. Du kannst keiner eine Klinik haben.